Hallihallo, jetzt willkommen zum Rückspiel. Du hast 2-2 ausgegangen, zwei Orakel jetzt live. Fußball Arena München. Danke PS Galaxy für diese genaue Angabe der Allianz Arena. Wer macht denn sowas, ey? Ich möchte mal zitieren, wir sind der beste deutsche Patch, der sich auf die Bundesliga voll fokussiert. Natürlich stehen ja wahrscheinlich drunter, so sind von den Fehler von Konami, die das Fußball Arena München genannt hat. Ich meine, es passt zu beiden, gell? Konami könnte das so nennen, die offiziell lizenzierte Allianz Arena. Ja, und hat sich wahrscheinlich einer von PS Galaxy Witz draus gemacht, weil die sind ja nicht so für Bayern kommen. Das stimmt. Das kann sein, vielleicht auch einfach. Wir müssen das hier Winter eigentlich. Na guck mal aus dem Fenster. Es hat erst geschneit diese Woche. Ja, Coman habe ich eingewechselt und Green. Das sind meine zwei. Mal sehen, wie es weitergeht. Uff! Das sah glücklicherweise gar nicht Bucky aus. Der Buffon wieso. Nee. Nee. Eine originale Geschwindigkeit, die man fliegt mit so anderen. Also meine Jokers sind Coman und Queen habe ich 1-0. Alter ey, das Team. Möchte ich bitte sagen, ich habe in meiner Karriere mit, was für ein RB? Weiß ich, in meiner Karriere direkt Coman gekauft, mit meinem ersten Geld, was ich hatte. Zur Verfügung hatte, kannst du nur ein, zwei Spieler kaufen, da habe ich Coman und Queen gekauft. Warum kaufst du Spieler Bayern. Von Bayern? Weil Coman und Green echt cool sind. Green ist ein Ami. Hättest du mal Beckmann, Beckham, Becker. Der gibt's noch nicht. Beckermann. Die anderen ist noch kein MS drinne. Boah, dort, das kommt dann irgendwann nächstes Jahr. Und zwar hättest du mal einen Zweitligaspieler gekauft. Ja, deswegen ja. Aber nee, Coman mag ich wirklich. Der ist auch mittlerweile, war dann bei mir zum Schluss häufig gespielt, weil ich so gute Mittelfeldspieler hatte. Zum Beispiel? Ich weiß es schon so lange her, als ich jetzt mal gespielt habe. Ich warte ja immer auf den Zweitliga-Patch. Außerdem müssen die guten Spieler mal von Bayern weg. Ich mag ja auch Costa von Bayern. So, das war aber hohes Bein hier. Eigentlich hätte das hochgegeben. Alter, das war aber eine Grätsche. Ja, aber auch ein Ball. Ja, der hat den weitergeleitet. Ey, hallo. Deine Spieler sind zu schnell. Die sind wirklich, die fegen wirklich den Satz zu. Welche Mannschaft hatte ich gerade? Atletico Madrid. Ja, Atletico Madrid ist eigentlich ungekommen. Ja, sind so. Komm hier, endlich mal eine Mannschaft aus Madrid, die gut ist. Was waren jetzt? Du hast mich gefoult. Ja, komm. Wo denn? Den armen Kimmich. Das Kimmich ist auch cool. Guter RB-Spieler. Wenn der irgendwann mal in der National F steht, sagt, oh, der gute Kimmich von Bayern, da interessiert sich keiner. Die sagen jetzt schon nicht mehr, dass er von Leipzig kommt, sind die jetzt schon nicht mehr. Die sagen immer, der von Stuttgart. Also, vorher bei Stuttgart war. Genau, wird einfach eine Mannschaft übersprungen. Ne, wieso? Du kennst doch die professionellen Leute im Internet. Das Dresden-Fans, also ich meine Pegida-Demonstranten. Ja, also, Pegida-Fans ist das gleiche. Dresden-Fans ist das gleiche wie Lok-Fans. Ist doch so. Apropos Lok-Fans, ich habe gehört, ich habe gehört, Heidenheim hatte 43 Auswärtsfans, wovon bestimmt 34, wovon die Hälfte Lokfans waren. Ja, Lokfans, die immer, Lokfans finde ich immer gut, die gehen schön auswärts zu RB, trinken aus ihrem Red Bull Becher, du trinkst ja immer Red Bull Becher, wo Bier drin ist, no. Trinken aus ihrem Red Bull Becher ihr Bier, bezahlen die Auswärtskarte und regen sich auf, wer Red Bull das ganze Geld hat. Das kann nicht sein. Die haben so viel Geld und die unterstützen sie noch, die sind so doof. Darauf kaufe ich mir erstmal eine Gästekarte bei RB und trink schönes. Stimmt auch eine Dauerkarte. Dauerkarte im Gästeblock gekauft. Haben viele geschrieben, viele würden sich, wenn es sowas geben wird, Dauerkarte im Gästeblock kaufen. Finde ich total geile Geldstrategie von RB. Warum die das noch nicht gemacht haben? Wüsste ich nicht. Lokfans würden drauf reinfallen. Ist auch so. Dann fragen sich. Oh, der Pass. Oh, lol. Ey, meine Fresse. Meine Fresse. Was steht hier da? Oh, ey, echt manchmal. Ich frage mich immer wieder, was das eigentlich soll.
Ich werde das die mit RP, dem Geld und allem anderen verstehen. Da ist Ingolstadt in der ersten Liga, die sind gekauft, heißen nun nicht RP. Das interessiert niemanden. Hoffenheim interessiert niemanden. Ja, das neue Wolfsburg interessiert niemanden. Nachdem erst war's ja Kohle, gell? No. Dann sind wir festgestellt, scheiße. Irgendwie steht die ganze erste Liga nur aus riesengroßen Geldgebern, Scheiß und was weiß ich. Genauso wie die englische Liga und spanische Liga, die sie alle so gut finden. Mist. Das können wir noch nehmen. Stimmt, Tradition. Ist kein Traditionsclub. Hoffenheim ist 1890. Leverkusen. Scheiß Ingolstadt gibt's auch erst seit 2007. Darmstadt ja. Wie heißen sie? Heidenheim ist auch erst seit 2007. Scheiße. Was sind wir jetzt? Wenn Tradition auch nicht mehr gilt. Gut, dann nehmen wir jetzt nicht Geldgeber, sondern jetzt ist es nämlich Investor. Weil RB ist die einzige Mannschaft mit Investor. Also wo halt wo eine Firma Investor ist. Also wo eine Firma den Verein gehört. Oh mein Gott, die Pelle. Das ist jetzt nämlich das Neue. Achso, mal gucken, wie lange das ist. Ja, wenn es die nächste Mannschaft gibt. Du weißt doch, wie das immer ist. Hat ein Argument. Ganz simples Argument. Dann, oh scheiße, was ist denn jetzt? Ach, wir beleidigen einfach den Turnsohn. Das ist immer das Beste, finde ich. Man sollte viel häufiger auf Hurensohn verwenden, finde ich. Ich komme viel zu wenig im Internet. Ich meine, liest eigentlich fast nie Hurensohn, gell? Eigentlich so gut, wenn man eine Diskussion nicht weiterführen kann. Einfach schreiben so ein Hurensohn. Ich fand das total lustig. Finde ich sogar fast ähnlich. Julian hatte mal gesagt bei seinem Julian's Bock Battle, ein gut angebrachtes Hurensohn ist immer gut. Einfach mal gesagt. Braucht man nicht immer erzählen, ja, hier du Kunde, du hast keine Freundin und bist fett. Apropos, ey, du Kunde, das war auch mal ein Argument. Rappen, was? Na, dass RB-Fans immer Kunden sind, bis dann das Argument kam, naja, wo kauften ihr eure Schals her? Wo kauften ihr eure Eintrittskarten her? Wo kauften ihr euer Bier im Stadion? Zufällig beim Verein, also seid ihr auch Kunden. Was? Dann war das Argument auch irgendwann. Ey, Mann. Und dann wundert sich jemand, warum man Nein zu RB-Fans mit Pegida-Demonstranten. Oh, das gibt's doch nicht. Schön. Vergleich. Pog war eh besser. Bis jetzt? Ah ne. Bis jetzt wird's jetzt Einhorn gehen eigentlich. Ne, wieso? Ja, beide am Auswärts. Ah ne, Bayern wäre vorne. Bayern hat einen Auswärtstor mehr. Wenn ein 1-1-1. 1-1-1-1. Ich meine, ich glaube, der gegen den wir gestern gespielt haben, so wie der geschrieben hat, war der wahrscheinlich auch nicht so alt. Nee. Und selbst der versteht, dass es eigentlich komplett sinnlos ist, was da passiert. Und selbst der versteht, dass es Fußball darum geht, seine eigene Mannschaft anzufeuern. Es gibt zwar klar Revierderbys, aber da konzentriert man sich halt einmal pro halbe Saison drauf, wenn man spielt. Und macht... Oh! Was war jetzt? Das war abseits. Also, der geschossen hat man auch übermorgen, ey. Er sagen wollte, ja, ich meine, Revierderbys ist so geil, gehört Derbys auf jeden Fall. Ist wichtig. Und dann kann man dann noch mal schreien, ihr seid doch scheiße, gell? No. Das gehört ja dazu, so. Das macht man aber... Der Ball kommt durch. Das macht man aber einmal pro halb Jahr, wie oft man sich halt trifft. Nürnberg und Fürth jedes Jahr, also einmal pro Runde. So, dann war's das. Und dann wird nicht unter jedem Kommentar irgendwas steht, Anti-Nürnberg geschrieben oder so. Nee. Weil das ist ein normaler menschlicher Verstand, dass man Fan von einem Verein ist und zu denen hält und nicht auf andere guckt. Wie hat denn der den Ball abgenommen? Mir ist doch auch scheißegal, den Ball einkauft, zum Beispiel, oder den Schalk einkauft. Mir ist doch relativ Wurstsuppe. Mir ist auch scheißegal, also ich... Ja, ob jetzt schon wieder... Ich sag mal so, wenn man etwas gegen Mannschaften hat, verstehe ich das ja. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, Bayern finde ich nicht so cool, die gewinnen immer, ist langweilig. Die können ruhig mal verlieren, ist doch schön. Oder wenn man jetzt Rivalität da ist Spannung, ja. Schalke 04 hat, darf man auch, die Mannschaft ist nicht so toll. Aber da gibt es doch keinen Grund, sich sämtliche Sachen dagegen aufzusetzen. Also ich habe vor Jahren mal gesehen, wo ich mir auch wieder gedacht habe, also klar, was der so war, auf irgendeiner Seite, auf irgendeinem Fernsehgedöns,
Wie hieß das? Tabst oder so. Haben die mal die Tests gemacht, haben den Dortmund-Auto nach Schalke gestellt und Schalke-Auto nach Dortmund und haben geguckt, was passiert ist. Und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie es ausgegangen ist. Auf jeden Fall haben die Karre zerstört mit Dach abkratzen und sonstigem. Das verstehe ich bei... Oh. Das verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Nee, das finde ich genauso dumm. Was soll denn das? Ich meine, natürlich ist Rivalität, aber... Ja, es ist halt im Stadion. Es ist immer noch... Es ist halt... Oh. Alter. Wie halt, wie es immer ist... Heißt das so? Ja, und das ist einfach nur dumm. Wie ich sag mal, Gewalt ist nur die Lösung der Dumm. Und genauso ist es auch. Das ist, wenn man immer selber mit sich nicht zufrieden ist, was besser machen soll, irgendwas kaputt machen, andere Leuten schaden. Ist so. Und niemandem was gönnen. Niemandem. Nee, nie. Oh mein Gott. Und bitte. Er springt hoch zum Doch. Green. Das ist halt, das meine ich halt. Und beim letzten Derby haben wir gesagt, war so. Schalke Dortmund. Ich hatte schon eine hitzige Stimmung, was weiß ich, gell? Gut abgelaufen. No. Wie es ist, Spiel war vorbei. Keiner, also die Mehrzahl, die meisten, haben sich einfach so verhalten, gut. Ich mag Schalke jetzt nicht, scheiß Assis, gell? No. Geht's in Kirchner, die dümmsten Leute der Welt, so, gehen aus dem Stadion nach Hause, fertig. Ist so. Das, was im Rivalität bleibt im Stadion. Und gut ist. Genau so, jetzt, was ich aus irgendeinem Grund jetzt möchte, Leipzig mag. Da kann man im Stadion auch, was könnt ihr von mir aus immer die irgendwelche Banner zu. Das ist aber doof. Sagen wir aus dem Stadion gehen und sagen, gut, das war's jetzt, haben wir im Spiel gezeigt, Ende. Und nicht noch irgendwelche. Leuten auflauern, weil sie selber nicht mit sich zufrieden sind. Zu 15 so. Gegen 2 Gamer Lock Fans. Oder zu 15 2 RB Fans. Am besten so 16-Jährigen auflauern. Naja, man muss doch mal 60-Jährigen schon. Kuscheln. Am besten Frauen und Kinder. Ja, das passiert auch häufig eigentlich. Mach mal vorher, guten Tag, wo sind sie eigentlich in der Küche? Dann wird doch. Oh, kann ich RB spielen? Dann auch die Szene. Ist so. Verstehe ich eh nicht. Weißt du, vorne aus der Küche gehen ich auch nicht. Nee, warum? Was? Ich werde auch Hooligans nicht verstehen. Muss man einen Spaß machen, die Zuhörer hier. Vor allem wieder Leute denken. Spaß. Leute ja denken. Erst beschweren sich, dass keiner tolerant ist und dann selber. Echt mal. Alter. So, jetzt aber hier. Jetzt aber vor, ganz klar. Du musst doch unbedingt ein Tor schießen. Und zwei. Und doch eins. Ja, sonst bist du raus. Du wisst, dass wir keine Verlängerung eingestellt haben. Ja, trotzdem bist du dann raus. Wieso bin ich denn raus? Bin jetzt aus dem Individuum rausgeflogen. Ja. Schade. Wenn ich auch, oh, drauf ist. Wer... Und da hast du einfach Juve gegen Bayern verlieren lassen und aus dem, und unsere Orakel stimmt doch. Okay. Immer zu 99%. Ja, das stimmt. Siehst du? Boah. Es ist. Ey, eigentlich ist es schon traurig, wie solche Bälle reingehen, gell? Da, der hat auch 92 der Typ, das ist doch lächerlich. Weißt du, was ich ja eigentlich an Juventus am schlimmsten finde? Mhm. Die Mannschaft lässt sich extrem kacke spielen. Echt? Hm. Das liegt aber daran, weil die ultra langsam sind irgendwie. Ich meine, du hast hier bei Bayern, ja, egal, Bayern ist jetzt auch der Konkurrent. Und du hast bei jeder Mannschaft geführt einen, der schnell läuft. Na, guck mal, Robmann, der wird einfach, der kommt Kinder daher. Ist doch so. Der zündet auch so ein Ding. Da kann ich mal Buffon halten. Ich frage mich aber, wer das einstellt. Also beim Bayern-Spieler sind ja schon, die sind ja, gibt ja ein paar, die können vielleicht ein bisschen was. Wow, im Angriff, wow. Alter. Hier, das wäre jetzt das Tor gewesen. Danke, PES. Ich hatte sogar mehr Ballbesitz als du. Nicht schlecht. Gut, danke fürs Zuschauen. Sehen uns am Wochenende wieder bei der Bundesliga. Nee, morgen bei der Europa Champions League. Stimmt, morgen bei der Europa Champions League. Europa, tschüss.